Hi Leute, herzlich willkommen zum Monatsrückblick vom Februar 2019. Ja, ich fange wieder an mit X-Ray Bird, die 1-Stunden-Version. Da hießen die Folgen vom Februar. Ohne Inhalt, ein Paket Missionen von Werbeschildern und Phantomraumschiffen. Taxi benötigt? Die Springflut-Mission kommt. Beziehungsweise die Springflut kommt. Genau, Springflut-Mission, ja, das war ja die Mission in der Folge. Alles wurde zerstört. Ungeplante Aktion plus Bonusmaterial. Neue Märkte werden gesucht. Ja, wie bereits erwähnt, die Springflut bzw. die Springflut-Mission kommt. Das war mein kleines Highlight hier von X-Ray Bird vom Februar, denn ja, das hat mich wirklich ein bisschen Zeit gekostet. Denn wenn man diese Mission beginnt, dann ist es total random, wie die Mission verlaufen wird. Zum Beispiel muss man einmal hier andocken und wenn man den Spielstand nochmal neu lädt, muss man dann dort andocken oder hier oder hier oder hier, also immer woanders. Und einmal muss man nur eine Station scannen, beim nächsten Versuch, wenn man das Ganze nochmal neu lädt, muss man zwei Stationen scannen, beziehungsweise dann zwei Stationsmodule hacken, bei einem anderen Versuch bloß einmal hacken. Bei einem Mal muss man ein weiteres Schiff zerstören, bei anderen Mal gar nichts zerstören. Also das ist total random. Und wenn ihr diese Mission nicht schaffen solltet, einfach den Spielstand, was ihr quasi davor angelegt habt, einfach nochmal neu laden und dann nochmal versuchen das Ganze. Dann ja, ist es doch wesentlich einfacher, denn diese Mission ist unvorhersehbar. Ich sag's einfach mal so. Also ja. Das war mein kleines Highlight von X-Ray Bird, die 1-Stunden-Version. Wie geht's weiter bei X-Ray Bird? Ja, ganz einfach. Ich bin ja gerade dabei, dass ich so ein bisschen Omikron, ja, wirtschaftlich nutze, sag ich's mal. Ich baue ja oder werde ein paar Stationen bauen. Also habe ich zumindest vor. Ich weiß nicht, ob es so funktioniert. In der letzten X-Ray Bird-Folge von gestern quasi, vom Mittwoch, habe ich ja schon ausprobiert, wenn ich meine Lyramikon knapp an dieser feindlichen Destillerie vorbeischicke, was passiert dann? Wird meine Lyramikon dann zerstört? Oder fliegt mein Schiff gegen die Station oder fliegt mein Schiff durch die Station? Ja, man weiß es nicht. Also ihr wisst es schon, wenn ihr die Folge gesehen habt. Ich weiß es natürlich auch, weil ich habe es ja gespielt. Ja, ja und so weiter und so weiter. Und ja, wenn die Stationen werde ich großzügig mal in Omikron verteilen, damit es sich das Ganze, ja, nicht alles auf eine Zone oder einen Sektor konzentriert. Genau, das habe ich vor bei X-Ray Bird. Dann geht's weiter. Ja, mit meinem zweiten Spiel. Ich spiele bloß zwei Spiele momentan und es reicht auch völlig aus. Es macht Spaß und ich bin nicht auch so gestresst, genau. Wenn ich da 25 Spiele aufnehmen müsste, bei zwei, da kann ich es mir eigentlich gut einteilen und habe auch da noch ein bisschen Zeit für Real Life. Soll es ja auch geben. Ja, dann ging es weiter mit X4 Foundations. Da hießen die Folgen. Erfolg durch Ausprobieren, ein neues Schiff kaufen, Stationsausbau, eine ungewisse Zukunft, es wird angebaut, Argonen vs. Xenon, gefährliche Gebiete erkunden. Ja, da war mein kleines Highlight, eine ungewisse Zukunft. Ja, in dieser Folge habe ich mich ja ein bisschen aufgeregt, sage ich mal. Nicht wegen dem Spiel X4 Foundations, das finde ich mittlerweile ein richtig klasse Spiel, gefällt mir immer besser, sondern ich habe mich darüber aufgeregt, über die allgemeine Situation, was unsere EU-Abgeordneten in Straßburg bzw. Brüssel machen, wegen den Artikel 13 und den Upload-Filter. Ja. Ich habe mich wenig auf das Spiel konzentriert, was eigentlich schade war. Tut mir leid.
Ja, aber dazu später mehr. Genau, und ja, das war mein kleines Highlight. Ja, okay, Highlight kann man es nicht nennen, aber das war schon eine Mission oder eine Folge, die da schon ein bisschen aus der Reihe tanzt. Also, ja, wie geht's weiter mit X4 Foundations? Also, ja, momentan bin ich ja noch in einer Xenon-Gegend und ja, mache diese eine Mission. Agonem vs. Xenon heißt diese Mission, beziehungsweise das sind mehrere Missionsbereiche oder ja, aufeinanderfolgende Missionen in einer großen Mission oder in einem Plot, wie man es auch nennt. Und genau. ja, da werde ich halt dann noch ein bisschen weitermachen und ja, mehrere Schiffe kaufen noch oder Spielerschiffe entern. Das macht ja auch Spaß. Da ist ein bisschen eine Herausforderung dabei. Ja, das war's quasi mit X4 Foundations. Ja, und dann noch ein weiterer Punkt. Dann gab es in diesem Monat so ein kleines Infovideo, was am 14.02. um Artikel 13 und den Upload-Filter passierte. Da habe ich ein bisschen zusammengefasst, denn da haben sich die Ereignisse überschlagen, wie Mr. Newstime sagen würde. Da ist eins nach dem anderen passiert. Alles wegen den Upload-Filter, Artikel 13 und so weiter und so weiter. Da hat unter anderem ein Mitarbeiter von Change.org, die quasi diese Online-Petition machen oder gemacht haben, gegen Artikel 13, wo 4,7 Millionen oder 4,8 Millionen, ich weiß nicht mehr, Unterschriften zusammengekommen sind. Ja, dieser Mitarbeiter war oder hat ein Büro in Straßburg, direkt im EU-Parlament und war da quasi live vor Ort wegen den Abstimmungen, was da jetzt genau rausgekommen ist. Alle haben die Daumen gedrückt, dass eben nicht dieser Upload-Filter kommen wird, aber unsere Politiker sind halt ja nicht gerade die hellsten, sagen wir es mal so. Besonders nicht die von der CDU. Die haben eh nicht nur alle Latten am Zaun. Und ja, die haben alle dafür gestimmt und ja, das wird unser Internet sehr verändern, wenn das dann dementsprechend so geändert wird, dass es auch einen Sinn macht. Denn die aktuellen Gesetzestexte, was die verabschiedet haben, die machen überhaupt keinen Sinn und sind total, ja, totaler Kauderwelsch. Also mit dem kann man nichts anfangen, was auch Herr Solmecke von der Kanzlei Wildeburgermann und Solmecke ja, bereits in seinem Video erwähnt hatte, beziehungsweise das habe ich auch in meinem Video dann erwähnt, beziehungsweise ja, alle haben das einfach gesagt. dass ich mich bloß aufregen muss. Nee. Ja, das war's quasi mit diesem kleinen Monatsrückblick. Ich werde natürlich alles um den Artikel 13, Uploadfilter etc. werde ich weiterhin verfolgen. Am 23.03. finden in Deutschland, in mehreren Großstädten, Demonstrationen statt. Da werde ich natürlich auch dabei sein. Bei mir ist die nächste größere Stadt ist München und da werde ich natürlich auch dabei sein. Auf dem Marienplatz um 13.30 Uhr ist das. Ich werde nochmal ein paar Links in die Videobeschreibung packen, wo es dann genau nochmal zu den Terminen, zu dieser Terminliste von Change.org kommt, wo dann die einzelnen Demonstrationen nochmal aufgelistet sind. Genau. Gut, dann ja, war es das erste Mal. Ich habe eigentlich nicht vor, noch ein weiteres Spiel im März dazu nehmen. Also X-Rebirth und X4 Foundations passen soweit. Ich bin auch gut ausgelastet damit. Und ja, also es wird erstmal vom Upload-Plan her wird sich nichts ändern. Sagen wir es mal so, wie es ist. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, sehen wir uns beim nächsten Monatsrückblick wieder. Also macht es gut, bis dann. Ciao.